So, dann herzlich willkommen. Diesmal eben nur zu einer Aufzeichnung. Lag wohl ein Mini-Fehler bei Procaster vor, irgendwelche Server mal wieder down. Also das Procaster-Gedöns ja, ist nicht wirklich das Beste. Aber egal, jetzt mache ich eine Aufzeichnung und ich stelle das sofort dann online. Zum Aktienmarkt. Da fangen wir erstmal bei Gold und Silber an. Die sind in der Nacht weiter gestiegen. Konnte hier noch kein neues Verlaufshoch machen. Scheiterte hier an 1280, beziehungsweise hoch war leicht über der 1280er Marke. Nichtsdestotrotz, hier läuft ja alles sehr gut. Bisschen unglücklich, sage ich mal, war eben hier das Ausstocken bei Silber und dann hier gab es keinen Neueinstieg, aber immer bullish für Silber und hier wurde dann jetzt hier sowieso letzte Woche die Rainbow Oberkante im Wochenchart durchbrochen, kurzes Aufsetzen und nun ja, sollte hier Silber hat jedenfalls die Möglichkeit, mindestens bis 1865 anzusteigen und dann davon mal sehen, wie sich hier Silber sich dann verhält an diesem Horizontalwiderstand. Der ist natürlich hier schon ja, im Moment recht markant, aber durch das Aufwärtspotenzial kann er auch einfach komplett ja, genommen werden. Weil wenn Silber mal richtig ins Laufen kommt, dann sieht man das eben hier. Im Nasdaq 100 gab es gestern ja ein Bearish Reversal und wir konnten hier ja an dem EMA 38 etwa einen Teilverkauf tätigen. Der Stopp war dann auf Einstand und wie man sieht, auch gab es dann einen kompletten Rutsch nochmal nach unten. Wäre hier so auf Schlusskursbasis wäre der Anfangsstopp noch aktiv. Heute gibt es, obwohl Amazon, da kommen wir nachher noch drauf, sensationelle Ergebnisse präsentiert hat. Deswegen konnte hier schon nachbörslich, die Futures zogen dann nachbörslich an. Aktuell ist ein leichter Rückgang, aber im Verhältnis zum Schlusskurs ist der, also die Nasdaq-Indikation noch im Plus. Hier wird ja dann der Future eher abgebildet. Dann schauen wir aber nur den Rückgang noch an. Im S&P 500 Index, hier ist nicht besonders viel passiert. Ja, der war der stärkste Index gestern. Hier ist die Aufwärtsbewegung auch noch intakt und hier kann die letzte Impulswelle noch nach oben sich weiter ausdehnen. Und bislang ist ja nur hier ein Pullback an den Abwärtstrendkanal passiert. So, Gold, Silber. Dann zum DAX. Gestern ja eine schöne Umkehrkerze. Die Kaufzone war ja eingezeichnet. Kurz noch erwähnt, hier mögliches Gap Close, was nicht ganz funktioniert hat. Aber hier ist im Moment so analysiert etwa, oder der DAX hat sich etwa so verhalten wie analysiert. Nicht ganz gewünscht, denn die richtige Kaufzone liegt hier unten. Man ist mit DAX-Position, da können wir eben auch gleich noch schauen, und MDAX-Position long gegangen, aber eben auch nur sehr ausgewählt. Also hier im DAX passt es auch, da werde ich nachher nochmal ein Update zur Wochenanalyse schreiben. So, dann kommen wir eben zu den Setups. MDAX-Werte ist die Dürr. Nicht viel passiert, minimale Minus, Ausbruchsniveau, ja, passt. Also hier wäre sogar im Prinzip sind hier ein paar wichtige Marken eben noch zu nennen. Im Prinzip natürlich hier die Rainbow-Unterkante, da gibt es hier noch ein ja, Mini-Gap wäre hier offen und ja, im Prinzip hier sollte die Marke natürlich nicht nach unten verlassen werden. Linde hat Zahlen präsentiert. Auf
Schlusskursbasis hätte hier der Stopp gehalten. Das war ja hier ein Setup mit, als Ausbruchsszenario. Der Andreas hat es hier ja zweimal super dann getradet. Hier hat er verkauft. Irgendwann hat er hier nachgekauft und heute früh wieder verkauft, weil er den Stopp hier leicht nach unten wahrscheinlich an das Unterstützungsniveau gesetzt hat. Also war hier positive Trades möglich. Und ja, das Ausbruchsszenario nach dem Anfangsstopp, ich weiß gar nicht, wo der, glaube ich, lag. Ich glaube, der lag hier unten. Läuft es dann auch noch. Telekom hat hier einen schönen Ausbruch erstmal getätigt, dann den Rücklauf. Doch jedes Mal mit der Schwäche des DAXes muss sich jetzt die Telekom weiter nach unten den Weg erstmal nicht freischaufeln, sondern hier noch vielleicht das Gap erledigen, um dann die Aufwärtsbewegung zu setzen. Also passt es hier im Moment auch noch. K&S ist im Plus. Ausbruch, Seitwärtsbewegung. Ja, gestern Umkehrkerze, aber wie gesagt, da sich die Märkte jetzt in einer schwierigen Phase sich befinden, muss man hier Vorsicht walten lassen. Das Salzgitter hat hier fast die Short-Marke erreicht, aber eben allerdings nur fast. Und Bayer, genau, das ist ein ganz aktives Setup. Kauflimit 1, Kauflimit 2 ausgeführt. Gestern, schöner konnte es gestern dann nicht laufen. Gap Close, Umkehrkerze, doch heute wieder negatives Gap. Also, da bleibt einfach der Stopp knapp unter der 100-Euro-Marke. Wenn man hier unglücklich ausgestoppt wird, dann ist es eben so. Aber ich denke mal, die Käufer sollten hier spätestens 107 reinkommen, beziehungsweise dann wirklich an der 100-Euro-Marke nochmal größere Kauforders sollten da in den Markt fließen, damit eben auch dieser Stopp noch hält. Dann genau zu Amazon, jetzt hätte ich es ja fast schon vergessen, ist wirklich wieder nichts Überraschendes, aber dann doch immer wieder schön, das zu beobachten. Nachbörslich ging die Amazon-Aktie direkt an das Gap Close hin, also stand die bei 677, war hier ein Aufschlag von 10-11% drinnen auf dem Schlusskurs. Und ich denke, dass jetzt hier, auch wenn die Zahlen sensationell sind, ein richtiger Ausbruch schwer nicht unmöglich ist, aber eher nicht für mich auf dem Fahrplan steht, sondern wer jetzt hier wirklich sehr aggressiv und ein US-Depot hat, kann hier auch nach kleinen Short-Einstiegen suchen. Aber im Hinterkopf natürlich behalten, dass die Zahlen sehr gut ausgefallen sind. Zu den Goldminenwerten läuft hier nicht so nach Plan, aber auch kein Short-Szenario. Die Einstiege wurden da unten gewählt. Und wie man sieht, ist ja keiner der Aktien da auch nur annähernd. Hier ist auch nicht mal das Verkaufssignal aktiviert worden. Dann ein kleines Korrektursignal. Eine Barrick Gold zieht hier auch durch. Also alles bullisch ohne Ende. Das war's. Sorry nochmal für das technische Problem, aber wenn hier die Server vom Procaster nicht funktionieren, dann liegt das leider nicht in meiner Macht. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Freitag und bis später.